Ja, Leute, was geht ab? Lebeck wieder hier am Start und willkommen zurück zu RuneScape. Yes! Also, in der Folge wollte ich mal... Jo, danke. In der Folge wollte ich euch mal jetzt so ein bisschen zeigen, was ich für die doppelte EP-Wochenende vorbereitet habe. Eigentlich nichts Wildes, aber... Also, ich bin noch so am Überlegen, ne? Es ist der 25., ist gerade Donnerstag, glaube ich, ja. Morgen am 26. fängt das doppelte EP-Wochenende an. Beim letzten Mal habe ich Sum 99 gemacht, glaube ich. Und davor habe ich was habe ich davor gemacht? Prey? Nein, Prey nicht. Pflanzenkunde, glaube ich. Nee, Pflanzenkunde habe ich auch. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was habe ich letztes Mal gemacht? I don't know. Keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, ein paar Skills trainiert noch. So nebenbei. Yo. Diesmal versuche ich, Baukunst auf 99 zu machen. Yes. Kostet mich wieder ein bisschen. Wahrscheinlich habe ich nicht genug Geld. Aber ich versuche mein Bestes. Yo, wie mache ich das? Man kann mit tragbarer Sägemühle. Rechnen wir das mal mit ein. Boah, nee, rechnen wir das nicht mal. Also, bis auf die tragbaren Sägemühlen, die schmeiße ich jetzt mal hier rein. Dann verlängere ich das nochmal, so, um 2. Ja, ist drin, ja, kann man verlängern. Ja, dann haben wir einmal Mahagoni-Bretter, ne, die nehmen wir auch mal raus. Inventarwert von 20.132, zur Zeit, das kann sich immer noch ändern. 20.231, jo, das rechnen wir so zusammen. Dann Bretter herstellen, nehmen wir 33. Pro Brett werden uns 1.350 GM genommen. Machen wir in Ordnung. Werden uns circa, glaube ich, 37.000 abgezogen. So, die rechnen wir auch mal dazu. Mal 37.000. Oh, nicht mal, plus. Oh, scheiße. Was waren das? 20.132 plus 37.000. 37.000, ich mache das hier kurz am PC-Rechner. Also, yo, jetzt haben wir zwar veränderliche Bretter bekommen. Das ist eigentlich schon mein Hauptziel mit veränderlichen Brettern. Da muss ich 20.000 mal zur Bank rennen. Und dann rechnen wir kurz mal zusammen. Yo, wenn wir noch, also 55.000 zusätzlich, zwei Bretter fehlen uns, ne? Und wenn wir dann. Warte mal, 55, dann macht das 57, 59.000 ungefähr. 59.400. Jo, dann haben wir ungefähr einen Gewinn von 1,4 oder 5k pro Inventar. So 1,4 bis 5k, je nachdem wie die Preise gerade sind. So 1k auf jeden Fall. Gestern, vorgestern waren es noch 20 GM, jetzt sind es wieder 1k pro Inventar, ne? Pro Brett ist da jetzt gerade mal, pro Brett wären jetzt 719 mal 1305, 719 plus 1350 wegen den wegen der Benutzung von der tragbaren Sägemühle. So, dann haben wir das minus 2116. 16 minus 2000, ja, so 60 GM pro Brett, ne? Wenn man sich das so ausrechnet, 10, 600, 20, 1200, dann noch die 8, ja, kommt zu den 1500. Und irgendwann rentiert sich das auch mit der tragbaren Sägemühle, man muss einfach nur schnell sein. Verstehe, Moment, ich brauche einmal meinen Ring des Reichtums. Gott sei Dank war ich eben gerade bei Miskelania. Ich habe 1800 Scheiten noch bekommen. Die kann ich jetzt einfach mal so verarbeiten. So, was soll ich denn machen? Ich wollte hier Mahagoni Scheiten und das dann abspeichern. Dann fliegt mein Ring des Reichtums nicht immer raus. So, hier drücken wir auf 33. In Ordnung.
So, fertig. Das dauert alles. Ach, keine Ahnung. Ah ja, für die Leute, die es nicht wussten, man kann, wenn man einen Nummernblock hat mit den Tasten 1, nimmt man dann die Voreinstellung für Platz 1 ein. Ne? 2 weiß ich leider noch nicht, das habe ich noch nicht getestet. Wenn man die 2 drückt, gehen alle Ausrüstungsgegenstände hier rein. Wenn man die 3 drückt, nur das Inventar. So, das ist zum Beispiel geil, ne? Drückst du einfach nur auf die 1 jetzt, weil deine linke Hand, also meine linke Hand vor allem, ist schon jetzt auf dem Nummernblock. Drücke die 1, gehe zur tragbaren Sägemühle, klicke da drauf, drücke wieder, jawohl, 16 veränderliche Bretter. Drücke jetzt wieder die 1, fertig. Drücke hier die 33. Ihr könnt auch 28 machen, aber 33 ist halt angenehmer, ne? Zweimal die 3 drücken. Dann Enter. Auf dem Nummernblock haben wir ja noch eine Enter-Taste. Funktioniert alles wunderbar. Wieder die 1. 33 in Ordnung. Fertig. Ist mir auch so erst aufgefallen, weil ich habe aus Versehen nochmal die 3 gedrückt, als ich hier in der Bank war. Dann waren auf einmal meine Scheiten deponiert. Nice. Also das sind so kleine, ich weiß nicht, das sind so kleine Hilfsmittel. Die sind wirklich nice. Was ist denn jetzt los? Ja, das wäre eigentlich meine Baukunst 99 Phase. Falls ich es natürlich schaffe, so viele Bretter herzustellen. Ich bräuchte knapp, ja, muss schon mal gucken. Ich brauche knapp 10 Millionen Erfahrungspunkte. Ein Mahagoni-Brett gibt 140. Das können wir uns auch mal ausrechnen. 10 Millionen geteilt durch 140 pro Brett bräuchten wir 71.500 veränderliche Bretter. Ich versuche halt jetzt die veränderlichen Bretter so hoch zu bürsten, wie ich kann. Ob ich dann jetzt wirklich dann durchmache, weil ich habe gerade mal so um die 6.000 und man bekommt ja nicht sonderlich viel, ne? Immer zwischen 4 und ich glaube 20 bis jetzt war das höchste bei mir. Und 20 ist auch wirklich selten. 16 war schon selten. Meistens kriege ich immer so zwischen 4 und 10. So wie jetzt, die 6. Ja. Dann hatte ich eigentlich noch vor, wenn ich dann noch Zeit habe, Bognerei auf 90 zu machen. Dafür habe ich Magiescheiten von 11.860. Ungefähr so 10.000 brauche ich davon. Dann bin ich Bognerei 90 mit Bespannen, ne? Hier sind Bogensehen, alles vorbereitet, keine Sorge. Dann hätten wir das auch jetzt schon mal so erledigt. Und wenn ich dann noch Zeit habe, versuche ich mich mal an Agi 90, weil Agi 90, das wäre schon eine Sache, die ich gerne hätte. Beziehungsweise 99, weil das ist ein Skill, was ich ungerne mache, aber das, was ich... Ich weiß nicht, das ist immer so eine Sache. Muss man immer gucken. So 90 würde reichen, da ich jetzt Silberfalkenstiefel habe und da vorhin im Schatzjäger noch ordentlich Silberfalkenfedern bekommen habe. 316, ey. Bin ich auch schon ein bisschen krank. Auch voll nice. Ja, ansonsten versuche ich einfach alles auf 90 plus zu ziehen. Wenn ich soweit alles auf 90 plus habe und vielleicht noch Questcape, das überlege ich mir noch, will ich dann auf Kerkerkunde 120 gehen. Ich brauche die Chaoswaffen, die Marken. Warte mal, diese Kerstin, ne? War die nicht mehr Spielermoderator? Da weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall tut mir einen Gefallen, wenn ihr Erfinden trainiert. Benutzt keine High Gears, kein Torwar, keine Trigors. Also verbessert die nicht, die werden unhandelbar. Und wenn ihr damit kämpfen wollt, wenn die Ladung zu Ende ist, dann habt ihr richtig viel Geld zu bezahlen. Ob man sie dann reparieren muss, weiß ich nicht. Ist glaube ich eher nicht so. Aber ihr müsst halt die Ladung auffüllen. Ob jetzt die Ladung billiger sind oder das Reparieren, ja, das muss dann jeder selbst sehen.
Ich kann eigentlich mal mein Haustier beschwören. Ich habe hier ein richtig geiles Haustier. Hm. Haustier beschwören. Yeah, ich habe so einen kleinen Drachenwolf. Ja, so ein Legendary Pet, der sammelt für mich alles ein. Den kann man als Lasttier benutzen und und. Jo, der hat hier Fähigkeiten. Wir können uns das mal angucken. Beschäftigen mit Drachenwolf. Ne, warte mal, wo ist denn das? Hier, Haustierfenster öffnen. Hier wäre der Drachenwolf jetzt. Wachstum bis herangewachsen, 57%. Genau. Bei Stufe 1 könnt ihr leider nur eine Fähigkeit benutzen. Der könnte jetzt für euch Gegenstände unterwegs suchen, so wie der Avas-Akkumulator, wie er Pfeile einsammelt und sowas. Also unterwegs, wenn man den aktiviert, hat man so manchmal nach ein paar Sekunden oder ein paar Minuten so Stahlpfeile oder Stahlwurfpfeile im Inventar. Bringt auch Gegenstände für dich zur Bank. Das ist auch ziemlich nice. Hat die Fähigkeit vom Packochsen. Ich weiß nicht. Aktivität dauert 10 Minuten. Aktive Fähigkeit. Okay. Sammelt per Zufall Gegenstände von Monstern, die du besiegst. Das heißt, du killst einen und manchmal rennt er hin und sammelt das ein und manchmal nicht. Ob der jetzt, wenn er Stufe 2 oder 3 ist, ob das dann permanent einsammelt, weiß ich leider nicht. Also alles. Weil manchmal hat er ein paar Sachen liegen lassen, die ich gewollt habe, zum Beispiel irgendwelche Zertifikate, deswegen. Kann auch als Lebensretter wie Ring des Lebens genutzt werden, wenn deine Lebenspunkte unter 10% sind. Wie zum Beispiel jetzt, du bist beim Bossen und dann hast du statt 9900 Live 990 oder sogar weniger, dann teleportiert er dich da raus. Besiegt alle Berserker-Monster, das heißt, zum Beispiel bei Gargloys, heißen die so, Gargloys, oder Krokodile, Eidechsen. Für Eidechsen brauchst du zum Beispiel diese Eisspray oder Eiskracher, ich weiß nicht wie die heißen, oder Gargloys, diesen Hammer, diesen Zermalmann, den Hammer, oder wie das heißt, Steinhammer. Ja, das macht der dann für euch, falls ihr diese Fähigkeiten noch nicht aktiviert habt. Also Todesstoß. Kann auch Gegenstände reparieren, ganz einfach wie im Spielerhaus, jetzt an dem Steinmetz. Aber die Kosten sind halt gleich, ne? So viele Vorteile bringt das jetzt auch nicht. Den kann man auch als Lasttier benutzen, das heißt, anstatt dass er jetzt einen Packochsen beschwört, gibt er, also benutzt er den Beutel mit dem Pet. Dann könnt ihr den als Packochsen benutzen und das Gute ist, er verbraucht keine Beschwörungspunkte, ne? Wisst ihr Bescheid. Hohe Alchemie hat er auch drauf, dauert auch nur 10 Minuten. Düngung, Superkompost herzustellen, dauert eine Stunde. Wenn ihr ihn auf Stufe 3, also wenn er komplett herangewachsen ist, dann könnt ihr drei Fähigkeiten auf einmal benutzen. Ich würde wahrscheinlich Sammeln benutzen und brauche ich eigentlich nicht. Entweder deponieren oder suchen. Eins von beiden. Auf jeden Fall lasst hier und sammeln auf jeden Fall und dann deponieren in die Bank oder suchen. Weil hohe Alchemie macht ihr sowieso nicht unterwegs. Dafür gibt es das Invention, da könnt ihr sie so zerlegen, ne? Dünnung brauche ich auch nicht. Reparieren kann ich auch woanders. Todesstoß habe ich schon freigestellt. Lebensretter, ja. Die, für die es nötig haben, ich habe mein Vorzeichen des Lebens, der rettet mich auch ab und zu. Jo, ansonsten, wie sieht's mit meinen Skills aus? Bis jetzt eigentlich alles gut. Ja, nur Baukunst ein Level. Mehr habe ich in der letzten Woche auch nicht erreicht, um ehrlich zu sein. So, ein neues Abenteuer ist auch draußen. Blöderweise, für uns sind gerade. Für uns passt es gerade nicht. Nomads Klagelied. das Ding ist ein bisschen so fake-tough, weil es ist als Meisterquest abgestempelt, könnte aber als Großmeister gelten, weil du brauchst eine Allianz wider Willen.
Eine Allianz wider Willen ist eine Großmeister-Quest. Das heißt, du musst alle Voraussetzungen für Allianz wider Willen aufbringen. Das heißt, Stufe 78 in Angriff, 70 in Bauk und 70 in Handwerk, 71 in Funkenschlag, 80 in Magie, 70 in Schmieden, 78 Stärke, 55 Beschwörung und 25 in Verteidigung. Und du musst die Eroberung, die Einführung in die Eroberung abgeschlossen haben. Nachdem du diese Quest hast, eine Kampfstufe von 100 oder höher wird halt auch noch empfohlen. Also wenn du diese Quest hast, kannst du erst eine Meisterquest machen. Das ist ein bisschen, ich weiß nicht. Ja, ist so eine Sache, ne? Und wenn du alle, sag mal, alle Belohnungen haben willst, musst du auch Dochgütig Schläf machen. Und Dochgütig Schläf ist auch eine Großmeisterquest. Also, ich weiß nicht, das ist immer. Ja, kommt drauf an, wie lange das jetzt auch dauert, die Quest. Oder wie extrem schwierig die ist. Weil, wenn man schon die Voraussetzung von einem Großmeisterquest braucht, könnte man. Rein theoretisch müsste man die Quest auch als Großmeister ansetzen. Oder man hätte einfach ein anderes Abenteuer als Voraussetzung nehmen können. Gibt ja so viele hier im Scale. Oh scheiße, das ist Elektrohausmusik. Das heißt, hoffentlich gibt es keine Probleme mit der GEMA. Weil sonst gehe ich voll am Stock, Alter. Dann bricht das ja alles ab. Ja, wie ihr schon wisst und hoffentlich meinem Infovideo angeschaut habt, wird Runescape irgendwann aufhören für mich. Ja, es ist auch ein Spiel, was man nicht durchspielen kann. Man könnte jetzt sagen, die Ziele machen wir und dann fertig. Ja, machen wir. Und dann ist es auch fertig. Das heißt, wann hören wir auf? Nicht erst, wenn ich alles auf 99 habe. Nee, das kann ich nicht bringen. Das dauert mir auch zu lange. So, das ist jetzt sowieso weg. Jo. Ja, was machen wir? Wir machen auf jeden Fall den Abenteuerumhang. Ich versuche vielleicht noch so 2-3 Skills auf 99 zu machen. Wenn ich Abenteuerumhang mache, wird es wahrscheinlich bis Folge 250 ausgefüllt sein. Ich versuche bei 250 aufzuhören. Wenn es nicht klappt, ist es halt so. Ich wollte halt so eine glatte Zahl haben, aber ich höre dann auf, wenn es gerade passt. Ja. Ansonsten, ach ja, ich habe jetzt Sirenenmaske, Klefenstiefel, Latzschirm, Spürer, Handschuhe. Also ich bin auf T85 Gear hochgegangen, beziehungsweise auf T90 Sirenen. Hab meine Bank ein bisschen aufgemotzt. Ja, das war eigentlich schon da, ne? Seesänger mit Armerstab und Zornfeuerstiefel. Dann Tetsu, boah, wie hieß dieser eine Stiefel? Der heißt Zornfeuerstiefel und Stiefel der Sturmfestigkeit. Das kommt auch noch rein. Yo, ich habe meine Götterschwerter verkauft, weil ich habe eins aus dem Schatzjäger, das reicht mir. Dann, also Bandas habe ich auch verkauft, weil ich Nahkampf sowieso fast nicht mache. Und falls ich das mache, habe ich dann Tetsu, das ist eine Tank-Gear. Die DPS-Gear, also der Damage-Ausputter ist, glaube ich, düster, also die T90-Gear. Todeslotus habe ich hier als Tank-Gear für Range. Sirene ist auch DPS. Ich bin gerade dabei, ich habe jetzt zwei Chaos-Armbrüste, Ascensions irgendwie zu machen, mal gucken. Ja, dann habe ich noch Amadyl, ne? Die steigen auch ziemlich rasant. 6,9 Millionen. Letztes Mal war es 7,2, ne? Und gestern habe ich einen Plattenpanzer aus dem Schatzjäger bekommen. Yes. Ja, ansonsten, das ist meine Quest-Tape mit allen Quest-Gegenständen. Wenn ich Quest, also, ne, wenn ich Quest-Cape habe, werde ich zum Beispiel diese ganzen Sachen wie Varokanisch und sowas alles hier reinsortieren, die ganzen Amulette, die man noch brauchen könnte. Alles, was man nicht braucht, wird hier rausgeschmissen. Zum Beispiel die Ahnenbücher und sowas, die braucht man ja alles für Comp Cape und sowas. Da muss ich halt nochmal gucken, was ich rausnehmen kann und was nicht, was man gebrauchen könnte und so, bla bla bla. Ja, meine Invention Tab. Hier habe ich mystische Ladung, Gizmo-Auflöser, Schrottverfeiner, Argumento ein. Also das ist jetzt nicht überragend, ne? Waffen-Gizmos und Rüstzeug-Gizmos, ganz viele andere Gizmos.
Und das sind halt meine Range-Waffen, weil ich gerne Range mache und deswegen die Range-Sachen halt verbessere. Zum Beispiel Schwarze Salamander war gut bis Level 5, wo ich noch keine Level 27 war. Royale Armbrust will ich benutzen. Ich bin dabei gerade Kristallbogen hochzumachen, der ist schon Level 6. Ich habe auch Magie benutzt für Zauberter Höllenstab und Höllenkugel. Beide sind Stufe 2. Ich kämpfe gerade nicht so viel, deswegen ist das so eine Sache. Und meine Loot-Tab, da habe ich mal jetzt gemacht, ne? Habe die hier alle jetzt rausgeholt, weil mir das langsam so blöd war. Habe eine Loot-Tab gemacht. Jo, wir haben hier dran Antilids, Antifeuer, Schild, DFS, Fokusmaske, Sirenenschuppe. Die 14 anderen habe ich benutzt, um meine Sirenenmaske herzustellen. Ja, ich bin Handwerk, keine 91, ich habe es mir mentoren lassen. Ja, dann Ascensions, Keys, Handkanone, Munition und sowas. Drops von QBD, von Höllendämon, zum ersten Mal einen Höllenzauberstab bekommen. Und dann noch ein paar Runit-Sachen, die ich alles einsammeln lassen habe. Paulings, Spore, Flachs und sowas. Ja. Ja, Metaps geht leider nicht. Schade eigentlich. Könnte man besser alles machen. Mal gucken, ob ich hier irgendwie Magie-Samen bekomme. Bam, Alter. Magiebaum-Samen. Nice. Und ein Eichen-Samen. Auch nice. Zwei Eichel und Wein. Zwei Eichel. Nice. Chillig. Schild voll, Alter. Schild voll weg. Bockt voll. Suche nach Bognerei Level 71 Mentor. Ich kann nicht leider nicht mentoren. Tut mir leid, mein Freund. Jo, das hätten wir dann auch erstmal. Ja, muss mal gucken hier jetzt mit diesen Affenanhängern. Die geben schon ein bisschen EP. Ist nice, aber haben eine Abklingzeit von 10 Minuten oder 20 Minuten. Das ist nervig. Yes. Ja, dann ist ja zurzeit das Event mit dem Imitatio, mit dieser fetten Truhe. Bringt den einfach rum. Ist ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall, wenn euch angreift, also wenn euch fokussiert hochspringt oder irgendwelche Goldmünzen spuckt, also wenn es über euren Chat steht, einfach laufen. Und nicht erwischen lassen. Der macht ordentlich Damage. Ja, ansonsten war's das. Eigentlich könnte ich mal die Drachensachen hier verkaufen. Oh, sie sehen so cool aus, ey. Ohne Spaß, die sehen so geil aus. Vorsicht. So, zeige ich euch jetzt, warum ich die so geil finde. So, deaktivieren. 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 Jo, so sieht das aus. Wie so ein Motherfucker. Und so sieht halt das Drachenkostüm aus. Wenn man noch Drachenstiefel hätte. Und die Drachenkampfklauen zeigt. Boah, Alter, seid mal jetzt ehrlich, ne? Jetzt sieht das schon voll pervers aus, Alter. Mit den Flügeln. Okay, die Haare passen nicht, aber das habe ich schon seit ich den Account erstellt habe, immer schön in Türkis. Ja, ansonsten Schild, ne? Die Schuhe passen auch zum Cape. Ja, das Grüne passt, glaube ich, nicht. Mal gucken, ich habe so viele Capes hier rumfliegen. Das ist das letzte Cape, was ich bekommen habe. Könnten, guck mal, Heiligen, Slayer Cape, Druiden Cape, Range Cape kann ich auch mal nutzen. Ja, brauche ich gar nicht. Ja, das passt, glaube ich, besser. Dann nehmen wir das dunkle Slay Cape in Rot. Oder nehmen wir den Umhang der Druiden. Nice eigentlich, ne? Ist auch egal. Jo, das war's eigentlich jetzt von mir. Wir packen uns mal wieder die Sirenen ein. Wie das aussieht, ey. Voll, keine Ahnung. Voll Motherfucker.
so, ne, hier hatte ich blau Gobi-Tätowierungen. Hier hatte ich Strandkurs. Was ist eigentlich, wenn ich das hier nehme? Maskenball und. Ja, nehmen wir mal das so. Und Stiefel. Stiefel. Wollen wir mal anwenden. Und Stiefel wieder deaktivieren. Nehmen wir mal unser Klebestiefel, jo. So ist auch in Ordnung. Ja, keine Ahnung, ich muss mal gleich gucken. So, ich halte euch nicht mal auf. Danke fürs Zuschauen. Ihr wisst, was ich jetzt mache. Wünscht mir Glück für Con99. Hoffentlich habe ich genug Geld. Mal gucken. Ich will meine Bank nicht wieder ausleeren. Ich habe jetzt Bankwert von 303 Millionen. Mit den Items, die man nicht mehr handeln kann, wie Sirenen und sowas, fast 400 Millionen. Läuft eigentlich, ne, Alter? Vor einem Monat hatte ich noch irgendwas mit 150 Millionen, ey. Ich schwör's euch. Nice, ey. Geil. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.